Hallo, Halli, Hallöchen, willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. Mein Name ist Project LP und Dick Hekef. The Gamer. Am Start. Genau. Ja. Wir haben uns überlegt, dass wir heute eine kleine Erkundungstour oder so machen. Ich muss mal kurz mein Mikro zurechtrücken. Ja, das wird es irgendwie, als es irgendwie so macht. So, jetzt hat sich die Frage, in welche Richtung rennen wir? Überall ist eine Mauer. Ich weiß nicht, ich habe auch diese Overview-Map leider nicht mehr. Das ist die, habe ich weggeschmissen. Hätte ich mal gucken können. Wohin wir reiten. Also soweit ich weiß, so relativ in die Richtung von der Savanne. Da waren wir glaube ich noch nicht. Also ich würde sagen, wir reiten jetzt erstmal hier unten, wo das Mauerstück fehlt, raus. Ja, da fehlt ja nichts. Die haben mir ja Platz gelassen. Ja, ja. Nein. Ja. Nee, also in die Richtung meinte ich nicht, da waren wir ja schon. Oder das ist nee, der Birkenwald. Nee. Stimmt, da ist ein Birkenwald. Und rechts von uns, wenn ich mich jetzt doch richtig entsinne. Jetzt komm hoch, du Drecksgaul. Ah Gott, also warte, in die Richtung dort, wo ich jetzt gerade hinzeige, da ist die Kiesgrube. In die Richtung war der Birkenwald mit den ganzen vielen Blumen und so weiter. Also ich glaube, wir müssen wirklich einmal um die Mauer herumkommen. Weil da waren wir, glaube ich. Was ist denn hier wieder passiert? Wo? Da. Oh, hier ist eine Sonnenblume. Ah, ich würde sagen, da ist ein Loch. Exo war mal wieder am Start. Oh, wie super, dass wir die Mauer wirklich komplett am Wasser gebaut haben. Uff. Ich würde einfach sagen, in die Richtung, oder? Hier hat ja irgendeiner eine Spur aus Fackeln gezogen. Waren wir wahrscheinlich irgendwann mal beim beim Ausleuchten damals, relativ am Anfang. Ich kann mich da ja gar nicht mehr erinnern. So, hier ein bisschen links, oder? Einfach mal so in die Richtung. Wir können ja mal einfach nach Osten, Osten reiten. Übrigens, auf der Minimap. Auf ja. Der Minimap nach I. Falls ihr so kleine. So, falls ihr so kleine Ruckler hier verspürt. Kevin, warte auf mich. Wenn ihr so kleine Ruckler verspürt, da kann ich nichts für. Das Spiel läuft flüssig bei mir, die Aufnahme ist auch flüssig. Das ist einfach nur das Nachladeverhalten vom Server. Also, ja, das ist immer noch ein bisschen toll. Da kann ich mich nur entschuldigen, aber da müsst Buggy ja fürs Pferd, das ist normal, da kann keiner was für. Ah, hier war der brennende Birkenwald, ich erinnere mich. Da müsst ihr euch dann bei Bucket beschweren, nicht bei uns. Ja, das ist auf dem normalen Server noch schlimmer. Naja. Ich glaube, das liegt auch an. Was ist denn hier passiert, ey? Ja, durch die Lava ist hier das Ding angefackelt. Ja, richtig. Da, Lava. Da gehen wir mal nicht lang. Klettern wir einfach mal hier stur den Berg hoch. Es hätte auch bestimmt was hier oben, sich ein Haus hinzustellen, direkt auf den Berg. Oder zwischen zwei Berge, weißt du, so eine Art hängendes Haus bauen. Wie ihr es damals in der ersten Staffel gemacht habt. Ja, am Ende. So zwischendrin, ja. Hätte bestimmt was. Aber das in der ersten Staffel, das war ja mehr in einen Berg reingehauen. Ich meinte halt, wenn man wirklich zwei nahe aneinander stehende, unabhängige Berge hat, dann ist das bestimmt geil. Mit einem Glasboden dann. So, als würde ich sagen. Ja, das können wir machen. Gehen wir hier mal irgendwo. Vielleicht finden wir ja sowas, dann haben wir schon mal gleich das nächste Projekt. Eben. So, jetzt hier vielleicht runter. Dann, wow, dann würde ich mich auch um ein Dings kümmern. Wie heißt es? Eine Minecart-Bahn. Die das dann alles miteinander verbindet. Boah, Skelette! Aua, lauf. Alter, das ist mal ein geiles Gebilde. Ja, ne? Sieht aus wie mit Dings. Voxel oder so. Oh, wir hätten Bett mitnehmen sollen. Ja, warte mal. Oder Patrick gibt einfach den Master Cheat, Alter.
Wo bist denn du? Hier drüben. Ja. Du siehst mich doch auf der Minimap. Nee, ich sehe dich gerade gar nicht. Also da bist du. Ich habe die Minimap nicht so weit eingestellt. Aua. Relativ kleine Radius bei mir. Bei mir ist die auch nur ganz normal. Ah, oh, NPC-Dorf. Oh, ich krieg gerade so die Idee, wo ich die Wüste hier sehe, einen Cube zu bauen. Um das Cube NPC Reloaded 2.0. Genau. Neu und verbessert. Diesmal und zehnmal so effektiv. Diesmal am besten dann auch mit Belüftungssystem. So, wollen wir uns hier mal kurz hin niederlassen. Ja. So. Ich wollte mal den Schmied aus. Ja, warte, aha. lass mich mit, wir auch gucken, was ist drin. Wir gucken. Ja, guck rein. Aha, okay, Eisen. Oh, eine eiserne Pferderüstung. Ja, kannst mitnehmen. So, gibt's hier sonst noch irgendwas auszubeuten? Also hier waren wir ja noch nicht, ne? Oh, also, die Ela Isa läuft gerade bei mir. Ja, hier hätten wir noch Karotten und so zum Mitnehmen, aber ich glaube, die brauchen wir nicht. Was haben wir nicht gehabt? Haben wir Kartoffeln nicht gehabt? Doch, haben wir doch mittlerweile schon wieder. Ach, haben wir. Da haben wir doch auch ein NPC-Dorf geraped. Echt? Egal, alles mitnehmen, was geht. Wollen wir mal gucken, ob hier dieses Klischee wieder zieht, dass unter dem Brunnen vom NPC-Dorf irgendwo eine Höhle ist. Echt? Gibt's da so eine Regel? Naja, es ist irgendwie so ein Klischee, weil... Nee, okay, gut, dann nicht. Was geht bei dem hier eigentlich ab? Kevin! Ja? Komm mal zu mir. Komm, was geht bei dem hier eigentlich ab? Spackt der bei dir auch gerade so? Ja. Ich glaube, der hat dein Pferd da unten reingeschubst. Toll! Ja, warte, wir kriegen das da raus. Moment. Ein Smaragd zu 7 Äpfel am Arsch. Ey, die Typen sind so teuer. 21 Wolle zu Smaragden. Ne? Sind Juden, was erwartest du? Ja. Hey, warum rennen die vor mir? Hast du den Zaun hier hingeschmissen? Nö. Warum rennen die vor mir weg? Weil du die geschlagen hast. Ein Smaragd, 7 Äpfel. 21 Wolle, ein Smaragd. Ein Smaragd für 3 Brote, ey. Patrick, du sollst doch nicht immer die friedlichen Leute hier hauen. Jo, wer auch immer die Tür hier gebaut hat, gehört echt verkloppt, ey. Hey, hier gibt's Erfahrungsfläschchen. Wo? Hier bei dem lila Typen. Moment. 3 Smaragde. Ja, wir haben keine Smaragde. Wir könnten aber Fisch fangen. 11 Fisch, 1 Smaragd für dem hier. Oder 19 Weizen für 1 Smaragd. Übertreib halt, ne? Oh. Ja, jetzt immerhin funktioniert die Timbermod, ne? 19 Weizen. Ich hab 3. Oben war noch ein Feld, Moment. Schade, dass Exo jetzt nicht da ist. Weil? Dann könnte das Dorf wegspringen. Da hätte er bestimmt Spaß dran. Ich hätte 8 Weizen. Ja, komm mal her. Hä? Ich hab 7 Weizen. Ja, hier, da, ich hab dir nochmal 8 hingeschmissen. 15 reicht aber auch nicht. Wie viel waren es denn, hab ich gesagt? 19, ne? Ja, ich glaub. Boah, scheiß Wasser. Hast du Knochen zufällig? Nö. Scheiße. Weil dann könnten wir oben nämlich mit Knochenmehl. Da sind nämlich welche fast ausgewachsen. Wie gesagt, hier oben sind welche fast ausgewachsen. Mein Inventar ist schon wieder voll gemüllt.
Alter. Es ist schon wieder Nacht geworden. Guck, hier sind die fast gewachsen. Hm. Da kommt kein Weizen raus, vergiss es. Na, warum sonst? Würde ich sagen, lass weiterziehen, oder? Ja, wir können es uns ja auch mal auf der Minimap markieren. Können wir ja mal wiederkommen irgendwann. Ja, wie nennen wir es? NPC-Dorf. Farbe. So, hab's mal markiert, direkt am Boden. Okay, dann mach ich's nicht. Ich habe eh schon so viele Wegpunkte, weil ich nämlich deine Wegpunkte und meine Wegpunkte aus meinem LPT drin habe. Achso. Jetzt kann ich hier mein Pferd erstmal irgendwie rausfischen. Yo! Aua, aua, aua! Es fliegt natürlich die Leine auf dem Meeresgrund, ist es raus, ja. Sogar freiwillig. Ja, oh, in welche Richtung wollen wir weiter? Ich denke mal Richtung East, ne? Ey, hier wäre noch Weizen gewesen. Jetzt reicht's. Jetzt muss ich bloß den Typen wieder finden. Ich nehme mal dein Goal. Das ist gut. Wo war der jetzt? So, wir warten dann mal hier, ne? Ja. Ich glaube, dein Gaul will echt Selbstmord begehen. Der wollte gerade schon wieder den Brunnen steigen. Der, glaub, jetzt habe ich einen Smaragd. Ein Smaragd zu 3 Erfahrungsfläschchen, ja, das ist gut. Auch wenn wir es nicht brauchen, ich meine, ich bin eh Level 40. Yay, yay, yay. Da hast du. Welches Level bin ich jetzt? 11. So, Moment, jetzt muss ich da nochmal... Moment, ich muss eben... Zack. So. Und jetzt würde ich sagen, weiter Richtung E wie East. Going East. Der Eurotruck soll mal ein neues DLC rausbringen. Warum? Kommt doch bald das neue Spiel raus von denen. Fickviech. Ich gehe auch noch vom Kaktus weg und was macht das Viech? Rennt natürlich voll rein. Oh, das Lavasee. Wo? Oh, ich sehe es gerade. Wo? Zack. Zack, zack, das Viech brennt. Toll. Oh. Nein! Das wollte ich nicht. So, wir sind hier. Warum sind in der Savanne so viele Hühner? Ich verstehe es nicht. Das gibt eigentlich gar keinen Sinn, weil, naja. So viel zum Sinn. Haben wir eigentlich genug Akazienholz? Oh, wir haben Setzlinge. Aber wo wir schon mal so weit weg sind, könnten wir die eigentlich niederholzen. Ja, eben. Oh, die scheiß KI, ey. Puh, ich habe keine Axt dabei. Hast du eine Axt? Ja. Hast du zwei? Nee, du scheiß Kaul. Nein. Scheiße. Toll. Ah, warte, ich habe Akazienholz dabei. So, ich habe eine Werkbank. Hast du Stein? Nee, ich habe nur Holz. Ja, egal, Holz kann ich auch gebrauchen.